und herzlich willkommen zum nächsten Video zu meiner Synology DistiStation DS214 Play. In diesem Video wollen wir uns einmal mit der neuen Version von DSM beschäftigen und ich möchte kurz ein paar Änderungen mitteilen, denn seit kurzem kann auf DSM 5.2 abgedatet werden. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Updaten kann aber nur, wer bereits eine Version 5.0 oder höher installiert hat. Alles Weitere ist nicht möglich, also niedriger als 5.0 kann nicht auf 5.2 updaten. Ansonsten wird das Update auf 5.2 das letzte große sein für alle 10er Serienmodelle. Es ist so, dass ein Support für SSDs in der Version 5.2 erstmal deaktiviert wurde, was daran liegt, dass einige Probleme nicht gelöst werden können. Und zwar ist es so, es gibt bei SSDs eine sehr, sehr wichtige Funktion, die das Löschen von Dateien betrifft, nämlich die Trim-Funktion. Und da Synology hier Probleme hat, wurde die jetzt erstmal deaktiviert. Das heißt, für alle Leute, die in ihren Synology Disk Stations eine SSD-Karte installiert haben, könnte das zu Performance-Problemen führen. Ansonsten ist die App Time Backup das letzte Mal als separate Datei vorhanden und auch über Facebook und Google Plus wird weiterhin nicht mehr ein Teilen möglich sein. Ansonsten wurde der Support für SMB3 integriert und nun ist damit auch eine End-zu-End-Verschlüsselung möglich. Was gibt es noch zu sagen? Es ist nun so, dass in der FileStation es möglich ist, die Vorschau von Bildern auf den ganzen Bildschirm zu erweitern. Man sieht das jetzt hier ganz gut. Ansonsten finde ich es toll, dass Synology wieder den Support, ich kann das einmal zeigen, für Videotranskodierung aktiviert hat. Es ist jetzt also hier wieder möglich, Support zu erhalten, Informationen und vielleicht auch ein kleines Workaround für einige Fehler, die man haben könnte, nachzulesen. Eben in der Wissensdatenbank von Synology. Ansonsten, was können wir noch sagen? Es gibt jede Menge Änderungen in einzelnen Apps, egal ob das jetzt NodeStation oder CloudStation ist. Im CloudSync, im Mail-Server kann man nun einige Filter installieren oder hinzufügen, sodass Dateierweiterungen geblockt werden. Die Performance beim Glacier Backup wurde erhöht. Einige Vorschaufunktionen und Möglichkeiten wurden nun integriert. Die Audio Station unterstützt nun ein Transkodieren von FLAC-Dateien, von ALAC-Dateien, OGGs, AIFFs für DLNA-Players. Die Fotostation wurde vor allen Dingen, was die mobile Version betrifft, ein bisschen aufgepeppt und nun soll es auch möglich sein, in der Fotostation einige EXIF-Informationen mehr zu erhalten. Ich habe hier mal ein Beispielbild von mir. Leider ist es so, dass die bei mir immer noch nicht richtig angezeigt werden. Also normalerweise in der Windows-Version kann ich diese ganzen Daten hier ohne Probleme nachlesen. Hier schafft Synology irgendwie immer noch nicht, die Informationen richtig aus den Dateien zu lesen. Das waren so die größten Veränderungen, die jetzt mit 5.2 entstanden sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.